So Leute, ich habe mir jetzt was überlegt. Und zwar, ich habe jetzt nochmal ein neues Fahrzeug hier vorne hingestellt. Also das schnellste, was ich jetzt soweit im Handy finden konnte. Ich werde jetzt nochmal versuchen, diese Scheißmission zu machen. Werde mich dabei aber muten, bevor es dann wieder solche Ausraster gibt, wie es gerade schon der Fall war. Weil mich das echt aufgeregt hat. Und ihr werdet jetzt einfach nur das Bild hier dazu haben. Und ich werde mich dann wirklich erst wieder melden, wenn die Mission vielleicht klappt. Ich will es hoffen. Ansonsten haben wir echt ein Problem. Wer weiß, ob das Projekt nicht abgebrochen wird. Also. Möchten Sie einen? Es gibt einen Räumungsverkauf. Ich hab die Daten. Und Damien wird das sofort merken. Vielleicht kann ich das für mich nutzen. Er sagte Blum, dass er alles liefern würde, inklusive des Materials von Iraq. Ja, er hat sich selbst in die Ecke gestellt. Jetzt aber schnell weg hier. Ist das nicht Aiden Pierce? Oder Fuchs in diesem Moment in Downtown Chicago auf. Die Polizei bittet die Bürger, gehen Sie den Mann auf den Weg. Der gilt als bewaffnet und ausgeschlossen. Wir erhalten viele Handybilder von Zuschauern. Verdammt, Damien hackt diese Tafeln von irgendwo. Die Polizei hat Downtown Chicago abgesperrt. Da, ein WK-7. Den muss ich ausschalten. Die Polizei glaubt, dass er die Rolle des Verkehrs von Batman hat. Er gilt als brutal und möglicherweise leicht. Es gibt nichts zu verraten. Wieder falsch. Diese cleveren Tricks, die du mit dem CTOS abziehst, ich hab zugesehen und gelernt. Willst du sehen, was ich kann? Das kommt davon, wenn man den Deal mit dem Teufel macht. Verdächtiger ist weg, wir brechen ab und kommen zurück. Alter. Also, gut, die Mission ist jetzt geschafft. Gott sei Dank, ich war schon echt am Rande eines Nervenzusammenbruchs. Alter. So, bevor wir da jetzt aber weitermachen, wird hier erstmal gespeichert. Hey, das sieht gut aus hier. Ich habe von Backup gebootet. Der Bunker wird schon bald wieder tuckern. Hatte gerade Niki dran. Deine Schwester? Geht's ihr gut? Wir rollen sie zurück. Ich weiß, wie wir sie finden. Es war eine Durchsage im Hintergrund des Anrufs. Ich habe da irgendwas rausgehört. Einen Namen oder einen Ort. Kannst du das Audio bearbeiten? Es verständlich machen? Audiobearbeitung ist nicht meins. Aber schick, was du hast. Irgendwie kriege ich das hin. Okay, ich fahre wieder zum Bunker. Nein. Wir haben noch einen Job. Du glaubst nicht, was ich gefunden habe. Defaults Liebesnest. Holen wir uns zurück, was er uns geklaut hat. Ja, T-Bone können wir gleich machen, aber erstmal muss ich speichern. Das ist unfassbar.
Auf jeden Fall die Stellen, wo ich jetzt in der letzten Folge so laut war, die muss ich unbedingt leiser stellen. Aber ich hoffe, dass man mich da so ein bisschen verstehen kann, weil du hast wirklich alles mögliche versucht und von allen möglichen Scheißseiten wirst du hier von den Bullen angebufft. Egal, was du machst. Aber naja, jetzt ist es auch egal. So, das Rattennest. Toller Name. Ja. Komm, was soll's. Wir wollen ja vorankommen. Ich hoffe mal, dass die nächsten Missionen, beziehungsweise jetzt die letzten Missionen, die jetzt noch kommen, dass sie nicht so schwer werden. Aber Moment, wer weiß, ob ich da jetzt auch gleich wieder so eine Verfolgungsjagd habe. Moment. Das mache ich nämlich nicht. Das mache ich nicht mit. Welchen hatte ich denn jetzt? Ich glaube den Scafati. Okay, es ist alles bereit. Hey, war das schnell genug? Yep, Jordi, hast du toll gemacht. Ich bin stolz auf dich. Ganz, ganz toll. So, ich glaube, die Folge, die hatte ich jetzt um 55 gestartet. Das heißt, bis Viertel nach kann ich die Folge jetzt setzen. Oh. Achso, das ist jetzt übrigens Folge 82. Nur mal so als kleine Info, was ich vorhin vergessen hatte zu sagen. So, genau. Entmuted hatte ich mich. Ich dachte jetzt gerade schon, ich hatte vergessen, mich zu entmuten. Also, dass ich mein Mikro hier einschalte. Das wäre jetzt dann, glaube ich, ein bisschen problematisch gewesen. Aber selbst wenn, ist es, glaube ich, auch nicht schlimm. So, das Rattennest. Das ist eine ganz tolle Startsituation hier. So. Wenigstens sind wir im CTOS nicht mehr gemeldet. So, starten wir. Wo uns mal die Daten zurückholen, wir haben die wenn es klappt. Jetzt hole ich zurück, was er stahl. Wenn er IREX Material auf dem Markt verkauft, war alles sinnlos. Ob es verschwindet oder öffentlich wird, ich hätte da nichts mehr für Damien. Oh Mann, ein Volltreffer. Wo bist du? Hier ist eine Webcam. Bin da in Zugang? Sieh dir an, was ich gefunden habe. Wir müssen jetzt einen Zugang finden. Ah, warte, läuft da drüben nicht eine Leitung lang? Oder hatte ich da gerade falsch geguckt? Ah ja, okay. Ich hole aber mal mein Fahrzeug hier rüber. Das ist nur zur Sicherheit. Das ist nur zur Sicherheit. Also hacken wir uns da mal rein. Oh Gott. Kann ja auch mal, also ich kann ja auch mal einen Fehler machen, ne? Ach du Scheiße. Ich kann jetzt aber auch keine Unterstützung hier geben. Ich habe nur die Cam jetzt zur Verfügung. Wo ist er? Ach du Scheiße. Der Kerl hat Fixer angeheuert. Wir haben irgendwas ausgelöst und die Typen kamen angerannt. Und das auch noch recht schnell. Bleib in Deckung. Ich hol dich da raus. Okay, bringen Sie T-Bone in Sicherheit. Schön, mein Auto ist weg. Mein Auto haben sie geklaut. Verdammte Scheiße hier. Das kann's doch wohl nicht sein. Ich hab's auf seinem Computer gefunden, neben diesem funky Prototyp-Scheiß. Wo verdammt hat er das? Alter, das gibt's doch nicht. Oh Mann, ich brauch
euch noch 10 Minuten länger. Was hast du gefunden? Auf seinem Computer. Ach so, eine Schwäche. Ich habe eine Schwachstelle gefunden. Er schleppt die Daten mit sich rum. Also, am Mann. Wohl als Sicherheitsmaßnahme, aber... Ach, du Scheiße. So sicher, wie er denkt. Was sagst du da? Wenn wir ihn finden, können wir ihn einfach beklauen? Und er merkt's nicht mal. Glaubt, er könnte Raymond Kenny verarschen. Er hat ja überhaupt keine Ahnung, mit wem er es zu tun hat. Oh mein Gott. Oh yeah. Kann ja lustig werden. Ziemliches Schlamassel hier. Die Frage ist jetzt, wo wir jetzt anfangen. Bin ich da? Ich habe keine Sprechstunde, tut mir leid. Ich könnte jetzt ein Glas rumvertragen. Warte mal, kann man sich hier hinten nicht irgendwie mal rumschleichen oder so? So. Bleibt wachsam, nur für den Fall. Jetzt muss ich mal eben gucken. Sehr schön. Alter. Raymond, gehst du mal ein bisschen in Deckung, bitte? Oh, Raymond, was machst du? Hey, 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 hey. Komm mal her, du Arsch. Shit, das darf doch nicht wahr sein. Nimm den Wagen und hau schleunigst ab. Ich ruf an, wenn ich sicher bin. Lass dich nicht umbringen. Nö, nö. Oh, und noch eine Sache. Als ich in diesem Rattenloch war, habe ich bemerkt, dass der kleine Scheißer im CTOS rumgefummelt hat. Er hat Zugang. Und ich denke, du bist sein Ziel Nummer 1. Nee, ne? Nö, ach nö, ach nö. Müssen wir mal gucken, wo ich hier die beste Deckung habe. So, jetzt gehen wir hier mal in Deckung. Ach, jetzt kommt der. Ach du Scheiße. So, das tut mir jetzt leider aber nicht weh. Der hat eine Knarre. Ja klar habe ich eine Knarre, ihr habt doch auch Knarren. Was wollt ihr denn? Huch, von wo? Ach da. Ja. Ich hab mir irgendwie die falsche Ecke hier ausgesucht. Hab ich nur so ein Gefühl. Alter, bitte! Na komm! Ja, ja, von wegen. So nicht. Na komm raus. Hallo.
So. Wir treffen uns bald. Was meint er jetzt damit? Okay, also das Auto wäre jetzt noch heile. Okay, also ich merke langsam, dass es nicht mehr viele Missionen sind, weil die jetzt saumäßig schwer werden. Nächster Punkt. Achso, wir können auch per Schnellreise hin. Alter. Das ist nicht wahr. Pierre, schon mal was von Dot Connection gehört? Das kennt doch jeder in Chicago. Na dann, holla die fucking ho. Was immer das ist, da treibt die Ford sich gerne rum. Und mehr hast du nicht? Nur ein 6 Gig USB-Stick voller Lesben-Pornos. Willst du den auch? Behalt den. Das war gut. Na ja, gut. So. Lass mich raten, in einer nächsten Mission müssen wir uns jetzt garantiert um den Dings hier kümmern. Um den Default oder wie der Spastica, Spastolino da auch immer heißt. Erstmal gucken. So, jetzt haben wir zwar hier vorne den Auto. Und ich hätte aber trotzdem gerne meine Schnellkarre wieder. Alles vorbereitet. Viel Spaß. Danke. Normalerweise, ich wollte gerade sagen, normalerweise kann man da ja rüberspringen, ne? Das ist meine Meinung. So. Aber da ich jetzt nicht genau weiß, wie das jetzt mit der Zeit gewesen ist, und da es jetzt Viertel nach ist, werde ich jetzt mal einen ganz kurzen Schnitt machen und werde mich dann gleich bei der nächsten Mission... Wo startet die eigentlich? Ach, hier vorne. Na, ist eine kleine Ecke, die wir fahren müssen. Die Default-Bedingung. Oh Gott. Mir schwant Böses. Na gut, Leute, wir sehen uns gleich in der nächsten Folge wieder und mal schauen, was uns bei dieser Mission noch erwartet. Ich bin echt geschockt. Bis dann, ciao.